Hallo Leute und willkommen hier bei MiApplecat. Heute geht es um das hier und um das hier. Also, los geht's. Tja, da liegt die ganze Pracht bereit. Wir reden heute über Kopfhörer, natürlich echt kabellose Kopfhörer. Und zwar kommen die diesmal von der Firma Prose. Die TWS 03 sind das. Und ja, da habe ich die Dinger schon in der Hand. Erstmal zum Preis. 90 Euro UVP, damit schlagen die hier auf und dafür müssten die auch gut abliefern. Und naja, ich sag mal, ich habe positive Punkte, ich habe negative Punkte und ich habe neutrale Punkte und die gehen wir jetzt mal hier gemeinsam durch. Und wir beginnen einfach mal mit dem, ich sag mal, neutralen Punkt. Tja, das ist hier mit dem Case hat das was zu tun und zwar mit der Größe. Ihr seht schon, das ist ein richtig fetter kleiner Klopper, das Case hier. Also nichts allzu Kleines und allzu kompaktes. Ich packe das mal unter neutral, denn das hat auch durchaus seine Berechtigung, dass das eben so ist. Was habe ich denn hier? Falsch rum drin? Tatsächlich. Ach Gott, ich habe sie falsch rum reingelegt. Ja, das ist hier Profiarbeit. Also, das Case ist ein bisschen groß. Wenn man es in die Hosentasche reinpackt, dann ist die deutlich ausgebeult, sag ich mal. Nicht, weil man sich freut, sondern weil sie eben gut voll ist. Hat aber auch dafür seinen Grund und den kann man zum Beispiel hier auf der Rückseite finden. Da sehen wir einmal einen Ein-Ausschalter, um das Case direkt komplett zu deaktivieren. Auch eine seltene Sache. Dann hier einen DC-Out-USB-Anschluss, USB-A-Anschluss. Denn hiermit, ich habe hier schon mal was vorbereitet, kann man sein Smartphone oder sonstige Geräte aufladen. So, könnt ihr sehen, hier beginnt das iPhone direkt zu laden, wenn ich es hier angeschlossen habe. Also das Case hier fungiert als Powerbank, denn hier steckt ein 2000 mAh großer Akku drin. Das ist ja wiederum eine ziemlich positive Sache, somit hat man immer ein bisschen extra Strom noch dabei. Was auch gut ist, ist hier der Input, denn wir haben hier, ta-ta-ta, jawohl, einen USB-C-Anschluss dran. Das gibt auf jeden Fall hier mal Gummipunkte, das ist zukunftsorientiert und so hätte ich das auch gern bei allen Kopfhörern. Also, das finde ich echt gut, aber ja, für 90 Euro darf man das auch erwarten. Also, das sehr positiv, USB-C-Anschluss. Und übrigens, die 2000 mAh sind mittels USB-C in knapp 2 Stunden wieder aufgeladen. Also, auch das völlig in Ordnung. Das Einzige, was ich ein wenig eben, bemängele, ist die Größe. Denn so Kopfhörer nimmt man ja ganz gerne mal mit, steckt die sich einfach nur in die Hosentasche rein und ist dann on the go damit unterwegs. Und hiermit, macht man es dann vielleicht doch besser in den Rucksack. Und ach, ich sehe es ja schon, ja, Fingerabdrücke, ne? Ein ganz, ganz großes Thema. Die sieht man hier direkt überall. Alles glänzend, alles glossy und alles sofort voll mit Fingerabdrücken. Also, damit muss man auch leben können. Aber Prose hat sich ja durchaus was gedacht, denn auf der Unterseite haben die nochmal solche Sportohrbügel hier versteckt. Die kann man da rausnehmen und dann an die Kopfhörer befestigen. Dann werden die so ums Ohr rumgeklippt und wenn ihr dann joggen geht und ihr braucht einen extra sicheren Halt für die Kopfhörer, dann kann man das hiermit dann bewerkstelligen und wenn man sie nicht mehr braucht, einfach nochmal hier unten einklippen. Das finde ich gut. Da haben sie gut mitgedacht. Doch, also, das war so der neutrale Punkt. Eins kann man noch sehen, man kann hier noch den Akkuzustand sehen, den Ladezustand, einfach hier auf den Knopf drücken und dann leuchten hier die LEDs. Gerade ist es nur noch eins, aber jeder LED-Punkt steht eben für 25% Ladung und hier vorne ist noch ein kleines LED-Lichtchen, das zeigt dann an, ob die Kopfhörer an und für sich aufgeladen werden. Ja, die Kopfhörer selbst, die liegen hier sicher drin. Wir haben die natürlich magnetisch gesichert, aber allerdings nicht ganz so fest. Also, da ist schon einer rausgeflogen. Man könnte sie theoretisch rausschütteln, so mein obligatorischer, sage ich mal, Schütteltest hier bei den kabellosen Kopfhörern. Ansonsten, wenn man drauf achtet, rechts und links, dann kann man die hier echt leicht reinlegen. Klack, und die finden ihre Position fast immer direkt auf Anhieb. Also von daher, von der Bedienung her, ist das hier völlig in Ordnung, so wie man das gerne möchte. Hier ist massig Platz in der Mitte. Keine Ahnung, was man da noch drin verstauen soll. Hier Zubehörteilchen oder ob sie einfach nur so viel Platz über hatten, weil hier so ein großer Akku drin steckt. Auf jeden Fall kann man da gut reingreifen und die Kopfhörer rausnehmen. So, Freunde. Also,
Ich nehme mal hier die Kopfhörer jetzt raus, denn wir sprechen mal noch kurz drüber. Die großen Ohrbügel, die sind hier unten am Case mit dran. Die kleineren Innenohrbügel, die auch noch mitgeliefert werden, das sind die Teile, die kann man auch noch befestigen, wenn man einfach nur einen, ja ich sag mal, ein bisschen sichereren Sitz haben möchte. Also das hier würde ich holen zum Joggen. Das hier vielleicht, wenn man das Gefühl hat, man macht irgendeine Sportart, die nicht ganz so intensiv ist von der Bewegung wie Joggen, aber man will sie trotzdem sicher in den Ohren sitzen haben. Und ansonsten steckt man sie ganz normal hier mit den kleinen Silikon-Nupsis einfach in die Ohren. Das habe ich getan, denn die haben bei mir so gut, sicher und fest gesessen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich das oder dass ich das hier gebraucht hätte. Natürlich gibt es das Ganze noch in verschiedenen Größen. Groß, Mittel, Klein wird alles mitgeliefert. Mittel ist schon drauf und hat bei mir perfekt gepasst. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mir die Dinger gleich aus den Ohren fliegen. Was ich aber hatte, ist, dass mir die Dinger ziemlich weit aus den Ohren rausstehen. Das ist irgendwie hier bauformbedingt. Die sind schon groß, muss ich sagen. Also sie haben vor allem eine recht interessante, ungewöhnliche Form. Ihr habt einmal hier den Nupsi, der kommt ins Ohr rein. Dann haben wir hier den ersten Knubbel und dann hier diese große Fläche, wo dann auch Mikrofon und Touchbedienung drin stecken. Denn hier kann man alles per Touch steuern. Einfach hier auf diesen vorderen Bereich drauf gehen. Lange gedrückt halten, dann schalten die Dinger sich aus. Wenn man sie etwas kürzer drückt, dann geht hier der Voice Assistant an. Ihr könnt also Siri oder auch Google dafür benutzen. Und ja, natürlich Lieder vorspringen, zurückspringen, Play, Pause. Und man kann durch verschiedene Equalizer-Modi hier durchwechseln, also Bass Boost. Man kann die Mitten boosten, die Höhen boosten, ausgewogen oder optimierter Klang oder normaler Klang. Solche Geschichten, die sind hier voreingestellt und die kann man dann direkt ja auch hier steuern. Was man nicht steuern kann, ist die Lautstärke. Ja, das geht mal wieder nur über Smartphone. Eigentlich sehr schade, aber naja, wir gewöhnen uns da ja doch schon langsam dran. Und so vom Sitz her, prima. Komfort her, auch prima. Optik her, ja, muss man mögen. Ich sag mal so, man muss es mögen, dass einem deutlich etwas aus dem Ohr raussteht. Die sind nicht klein und unauffällig, die sind schon ein bisschen größer und ja, sie erinnern mich so ein klein wenig an diese Freisprech-Headsets von früher. Natürlich nicht ganz so groß, aber das war so die, ja, die Erinnerung oder der Vergleich, der mir hier in den Kopf gekommen ist, wie ich die zum ersten Mal sah. Auf jeden Fall eine ungewöhnliche Form, da haben sie nicht einfach nur abgekupfert, sondern sich selbst mal was ausgedacht. Verbunden werden die Kopfhörer über Bluetooth 5.0, das heißt problemlose Verbindung. Die Reichweite ist auch sehr gut, ich würde sagen etwas über Durchschnitt, so nach meinem Test, den ich hier so gemacht habe. Und vor allem, die verbinden sich ratzfatz automatisch. Das heißt, ihr habt die Kopfhörer einfach hier im Ladecase drin. So, und wenn ihr dann Musik hören wollt und ihr habt die schon mal gekoppelt mit eurem Smartphone, dann nimmt man die einfach raus. Die koppeln sich automatisch und man kann sofort mit dem Musik hören dann loslegen. Prima Sache, so soll es sein, das ist der aktuelle Standard. Tja, und wenn man Musik hört, geht das so für, Sie sagen 6 Stunden, ich sag mal so 5 Stunden kann man hier mit den Kopfhörern gut Musik hören, aber so richtig geboostet wird das Ganze dann noch hiermit. Wenn man die nämlich eine Stunde lang ins Case reinlegt, sind die wieder voll geladen. Und in Kombination mit dem Ladecase hat man dann insgesamt eine Abspielzeit, wenn man die immer wieder auflädt, von 60 Stunden, also das ist echt mal ordentlich. Da könnt ihr auch zweimal den Langstreckenflug um die Erde machen, das Ganze dann mit einer Ladung hier bewältigen. Also das ist echt gut. Natürlich fettes Case, fetter Akku und damit natürlich auch eine fette Akkulaufzeit. Aber ich sag mal, die 5 bis 6 Stunden, die allein hier rauskommen, finde ich wirklich schon gut. Doch, da kann man nicht meckern. Das ist eine gute Leistung. Und jetzt kommen wir zu dem positivsten Punkt, den ich hier sagen kann, der ja auch sehr wichtig ist, und das ist der Klang, denn der hat mir hier wirklich, wirklich gut gefallen. Sie bieten einen sauberen Klang, vor allem die bieten auch Bass, also im Rahmen natürlich immer von solchen In-Ear-Kopfhörern, aber die bieten einen ordentlichen Bass, da kommt ein richtig bisschen Gewummere raus. Das macht hier absolut Freude, sich damit die Musik anzuhören. Je nachdem, welchen Equalizer-Mode man verwendet, kann man sich das ein bisschen abstimmen, ein bisschen basslastiger, ein bisschen mehr auf die Höhen. Oder alles mehr so in einem mittleren Bereich, kann man also einstellen. Ich habe immer so den ausgewogenen Klang genommen und da war immer noch genug Bass für mich drin und die Höhen waren schön sauber und ich war damit völlig zufrieden. So von der ja, Performance würde ich die mal vergleichen hier mit meinem kleinen Zwilch, mit den AirPods der ersten und zweiten Generation. Also vom Klangerlebnis
sehr, sehr ähnlich. Wobei natürlich hier die Pros-Kopfhörer durch das In-Ear-Design viel besser noch die Geräusche von außen abschotten. Das habe ich auch gar nicht erwähnt. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Bei mir haben die so gut gepasst, die schotten echt gut Geräusche von außen ab. Durch diese passive Geräuschunterdrückung, dadurch, dass der Ohrkanal gut abgedichtet wird. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, eine individuelle Geschichte, ob das bei euch auch so ist oder nicht. Aber ist mir positiv aufgefallen, wenn ich die reingesteckt habe draußen, dann war es direkt schon viel, viel leiser und klangmäßig, ja, absolut hier mit den AirPods vergleichbar. Also vom Klang her kriegen die von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Kein großes Grundrauschen, keine Verzögerungen, wenn ich mir irgendwie Videos angeschaut habe, egal ob YouTube, Netflix oder Amazon Prime Video, hat bei mir alles gepasst und das sowohl auf Android, ich habe es auch mit dem Android-Phone getestet, als auch beim iPhone. Also von daher alles gut in der Schiene und damit hätten wir, glaube ich, schon alle Punkte durch, außer noch eins, IPX5. Wasserdichtigkeit haben die auch noch, das heißt, wenn es mal regnet, wenn ihr mal gut schwitzt beim Sport, kein Problem, das könnt ihr hier bestens ab. Die gehen davon nicht kaputt. So, und jetzt kommen wir zum Fazit. Nochmal in den Kopf rufen, die 90 Euro, die hierfür veranschlagt werden. Dann muss man natürlich überlegen, ist das das Geld wert oder nicht? Ich sag mal, vom Klang her, ja. Für 90 Euro liefern die einen guten Klang ab. Damit macht das Spaß. Hörbücher, Musik, Rockmusik, ruhigere Musik, Videos, Filme, YouTube. Alles wunderbar, kann man machen, also klangmäßig wunderbar. Akkulaufzeit ist ebenfalls völlig in Ordnung, 5 bis 6 Stunden und die 60 Stunden mit dem Ladecase auch top. Vom Tragekomfort finde ich sie auch gut und man hat natürlich auch die ganzen Optionen hier von den großen Außenohrbügeln, den kleinen Innenohrbügeln, also da gibt es gar nichts zu meckern. Designmäßig muss man eben mögen, das müsst ihr selbst entscheiden, ob euch das stört, dass hier relativ weit etwas aus dem Ohr so raussteht und dass es nicht die kleinsten Kopfhörer sind, aber ich sag mal, sie haben den Platz ja gut genutzt, denn wir bekommen hier einen guten Klang raus, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Vom Ladecase her, naja, die Materialien könnten besser sein, hier dieses Hochglanzplastik, das ruckzuck total verschmiert und versaut aussieht, das ist für mich auf jeden Fall ein Negativpunkt. Irgend so ein mattiertes Material wäre hier die bessere Wahl gewesen, meiner Meinung nach. Okay, und man muss wissen, das Ding ist groß, das steckt ihr euch nicht mal eben in die Skinny Jeans rein. Nee, das könnt ihr vergessen, also relativ großes Ladecase, dafür kann man auch noch andere Geräte dann daran aufladen. Wir haben USB-C, wir haben 2000 mAh Akku, der hier drin steckt. Boah, von daher, es wird schon eine ganze Menge geboten und die wichtigsten Punkte für mich eben, guter Klang, guter Tragekomfort, ordentliche Akkulaufzeit, die sind hier absolut gegeben. Von daher kann ich hier durchaus eine Kaufempfehlung abgeben, Freunde. Das sind gute, kabellose Kopfhörer, da macht man wenig mit falsch, wenn man eben die Punkte bedenkt, ob die einen stören, die ich eben genannt habe. Also, ich kann sie euch durchaus ans Herz legen. Es gibt Plus, es gibt Minus, es gibt Neutralpunkte. Im Endeffekt müsst ihr das selbst für euch entscheiden. Und dafür verlinke ich euch die Kopfhörer natürlich hier unten in meiner Videobeschreibung direkt zu Amazon. Könnt ihr draufklicken, euch die Dinger mal kommen lassen und selbst mal einen Test machen. Schreibt mir gerne mal rein, was ist eure Meinung zu den Pros TWS 03 Kopfhörern? Seid ihr meiner Meinung oder habt ihr da ganz andere Erfahrungen mitgemacht? So, ich habe jetzt aber genug gequatscht, Freunde, und bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat. Macht's gut!